Komm her, du Feigling. Ich höre hier eine Tür aufgehen, aber ich sehe nichts. Hässlicher Beetle. Hi. Alles okay. Wir sind allein in diesem Raum. Er ist hier. Du hast dich umgedreht, nicht wahr? Schon okay. Du machst mir keine Angst. Doch ab und zu mit so einem Auge immer in die Spiegel hinein. Um zu sehen, ob da vielleicht irgendwas anderes bereits zu erkennen ist, um die Ecke oder so. Hi. Mister, wo bist du? Du warst hier vorhin. Ich weiß es, ich konnte dich von oben sehen. Sind auf jeden Fall noch lauter Figuren. Ich hoffe mal, dass ich auch richtig laufe und nicht versehentlich gegen den Spiegel laufe. Würde mir nämlich ähnlich sehen. Ist eine Zombie-Figur? Ja, schon gut. Ja, ich gebe zu, ich habe mich ein wenig vor dir erschreckt. Okay, das ist nicht. Das ist nicht, was ich erwartet habe zu finden. Komm her, lass mich rein. Mein Freund. Mein ewiger Feind. Open Door. Okay, kann ich. Open door. Nein. Nein. Wo bin ich? Hat sich hier. Examen. Nightmare Circuits. A circus burns to the ground on opening night, killing dozens. The owner is put to death by an enraged mob of townsfolk, just as he shouts out a curse. Now Raven, a dark-souled wanderer, comes to the ruins at dusk in search of his missing mother. Let the show begin. Wo sind wir? Ist das das Zufluchtsziel? After they let me out, they gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home bit a sweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Where there had been warmth, there was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum and did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now, lost and afraid. Things never got any better. Okay, nachdem sie entlassen worden ist aus der psychiatrischen Anstalt, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass sie Callum wiederbekommen, aber sie hat ihr Leben nie wieder in den Griff bekommen. Disconnect Notice. Power Company. After multiple attempts to collect payment, we regret to inform you that your service has been disconnected or will be disconnected shortly. Please do the following. Make payment, bla bla bla, believe that this is an error, call us. Ja.
Wir haben den Stromrechnung nicht bezahlt, was ich bereits vermutet hatte. A shocking true story, Hunger, the true story of the Donners. Ups, ich wollte dieses Buch drehen. Ich hätte dieses Buch gerne ordentlich gedreht, danke. Also kann ich es halbwegs lesen. On April 16, 1846, a group of covered wagons began the 2,500-mile journey to California. Just 8 months later, they found themselves stranded in the Sierra Nevada mountains with very little to bite or sup. It was to become one of the greatest tragedies of westward migration that the world had ever seen. Now our panel of Donner experts have uncovered compelling evidence that the families were forced to resort to cannibalism in order to survive that terrible winter. In this never-before-seen exposé, read about how the Donner children were forced to eat their brothers and sisters in order to survive. All here in the pages of this shocking true story. Warum haben wir solche Bücher? Warum lesen wir sowas Grauenhaftes? Callums Zimmer oder Bett zumindest. Er und wir. Happy Times. Das ist Callums Mütze definitiv. Da ist noch ein Examen. Das ist unser Bett wahrscheinlich. Mom and me and Carl. Mom and me im Park. Hänsel und Gretel, direkt über dem Bett von Mami. I love you from Callum. Ich kann es nicht umdrehen. Hier haben wir also mehr oder weniger gewohnt. The Wilting. A solar flare has struck the earth. Millions of people are uprooted from their homes. A young meteorologist searches desperately for a way to stop global overheating. Okay. Wenigstens mal ein Fiktionsding und nicht so was Grauenhaftes. Radio kann ich nicht an- und abstellen. Okay. Trinken Kaffee oder Tee. Wir rauchen definitiv. Die Schubladen kann ich alle nicht öffnen. Hier kommen wir in so eine Art Küche. Das ist alles irgendwie nicht sehr einladend. Milk, cheese, bread, butter, corn, potatoes, apples, fish sticks. Remember, drop off Callum, electricity bill, fix faucet. Okay. Fix faucet. Examine wrench. Kann ich die nicht nehmen? Ich wollte... Ich sollte doch... das hier reparieren, aber zumindest hatte ich das vor. Dieses komische Geräusch da von diesem Ventilator da oben. Kann ich den Kühlschrank? Open door. Okay. Sieht noch essbar aus, aber wir haben echt nicht viel drin. Eine Flasche Wein, zwei Flaschen Wasser, Äpfel, Birnen und... Und ein bisschen Fleisch. Ich kann das nicht reparieren. Bin ich hier? Das ist ein Heater. Okay, TV-Room. Toilette. Miss Mallard, as we agreed in our meeting today, we consider you fully recovered from your illness. Okay. This letter is official notification that you are considered sound of mind and body and may return to work at any time. Please note that you should discontinue any medication that you have been using and dispose of any remaining medicines. If you feel at any time that you are suffering or relapse, please make contact with your local physician immediately. We wish you continued good health. Wir sind angeblich geheilt. Also wir brauchen die Medikamente nicht, die wir genommen haben, aber wenn wir, ich sag mal, einen Rückfall haben, dann sollen wir uns nochmal melden. Lorraine. I received your letter and I'm quite surprised. You ran off with your father all of those years ago, then disappeared off the edge of the map, and then when I finally tracked you down, refused to answer any of my letters.
And now you write to me asking for help. I have another family now and another life. Your father was a horrible man and I regret the years that I wasted with him. Oh, die Mutter. I loved you. I truly did, but every year you grew more and more like him. You were his girl, never really mine. Still, I would have fought for Cassidy if you hadn't run away with him. It broke my heart, but I needed to go on living. I can't let you back into my life without picking open old wounds. I'm sorry, Lorraine, but I just can't do it. Maybe one day it will be easier and I can meet Callum, but not yet. I'm not ready to forgive you. Please don't contact me again. Karen. Sie unterschreibt nicht mit Mutter wahrscheinlich, weil sie es auch gar nicht ist. Sondern nur unsere Art Stiefmutter. Lorraine seems to be suffering from depression that began early in her pregnancy. Our discussion have made it obvious that these episodes stem from the grief of losing her partner, Don, who died about 6 months ago. There were also several unresolved issues with her father. After being kept under careful observation, we provided standard treatment for this disorder, including electroconvulsion therapy. Das ist keine gute Idee. The patient responded and made a rapid recovery. Weekly follow-up. Mood stabilizers, lithium-based. Discharge instructions. Lorraine has a newborn son, Callum, who was placed in foster care shortly after birth when Lorraine displayed symptoms of disorientation and depression. It is our judgment that Lorraine is fit to have her son returned to her, and as long as she follows her recommended aftercare routine and continues with her medication, we have faith that she will be an effective career giver. Lorraine has her own housing and her employer, Susie, has said that she is welcome to return to her shifts at the diner. Norma Creed, a local woman, has offered to care for Callum while Lorraine works. It is with this support network in mind that we feel confident releasing Lorraine from this institution. A prescription for Zoloft that can be filled at Flex Pharmacy in Kingsmouth. She has been advised to start with a 50 mg dose and then based on the advice of her doctor to increase the medication as needed. Ich habe keine Ahnung, was so Lift macht, aber es ist wahrscheinlich so eine Art Mood Stabilizer. Berkshire Mendelsohn und Stapleton, das sind Anwälte. Miss Maylard, our inquiry into the estate of Mr. Donald Williams has been completed. You get to inform her that the primary beneficiaries of his estate, including the life insurance settlement, were listed as Rose Williams and Richard Williams of New York State, the deceased parents. Our agency made contact with Mr. and Mr. Williams and explained her situation, especially as regards Donald's son Callum. Unfortunately, they were not receptive to our overtures, and they specified that without any legal proof of a biological relationship, they consider you ineligible to receive any of the monies from Donald's estate. They've asked that we no longer contact them regarding this matter. Understand that this may have a negative impact on your current financial situation. I'm not being too forward when I lose the bill for our services with this letter. Oh shit. Da sie mit Don nicht verheiratet war, sieht sie nichts von seinem Geld, auch nicht aus der Lebensversicherung, sondern das geht zurück an die Eltern. Weil die nicht anerkennen, dass Callum der Sohn ist. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Irgendwas back. Das sind nochmal Examen. Das sind 100 Milligramm. Wir sollten doch nur 50 nehmen. Das ist nochmal das gleiche Buch. Da liegt jetzt aber Read Letter. Lorraine, things aren't right between us at the moment. I know, I want to try and explain it. I think it is because I'm so far from home and I'm working so hard. Every day working at the park, it gets worse, like a spring inside my mind. Winding tighter and tighter and tighter. Das ist von Donna. When we go for drinks after work, it gets a little better. The guys relax and we laugh and we're good people again. I don't want to come home to you without being in my right mind.
But when this job is done, we need to get out of this place. We need to go back to the city where I don't feel like this anymore. I love you, Donald. P.S. I was thinking about names for boys and girls. I like Callum for a boy and Emma if it's a girl. Also Donald hat seine Arbeit auch nicht gefallen. Das ist der gleiche Letter nochmal. Donald hat seine Arbeit... Das ist Callum. Das ist Callum. Callum? Warte. Warte. Ah. Natürlich. Examen, da sind immer mehr davon. Nochmal 100, da liegen nochmal 2 Stück davon. Und wir sollen die doch nicht mehr nehmen. Da ist nochmal I love you. Immer noch. Und noch mehr Tabletten. Sind die mir vorher einfach nicht aufgefallen oder waren da vorher noch nicht so viele? Read shopping list. Oh, remember. Take the pills. Follow up with Dr. Spencer. Organize babysitter for Callum. Die Liste hat sich geändert und vor allem steht jetzt auch Zoloft Prescription. So psychedelische Musik im Hintergrund. Die Ranch ist weg. Ist der Kühlschrank anders? Ich habe Angst, es rauszufinden. X7 Wine. Das kann ich die Flasche nehmen. Und es sind keine Birnen, keine Äpfel. Das Fleisch sieht nicht mehr so gesund aus. Ich komme nicht durch die Tür rein. Dinge verändern sich hier drin. Das war das, was wir vorhin aus der Tür gehört haben. No little ducks came back. I didn't run away, Dad took me. Oh, das hat sie niemals geschrieben. Aber das dachte sie die ganze Zeit. Also wollte es sagen, aber hat es nicht getan. Ich bin nicht weggelaufen, Dad hat mich mitgenommen. Thank you, William, for the new watch. It is very nice. It has made me a happy carrot. Okay. Das hat Callum geschrieben. Our inquiry into acid of mud has been completed. We regret to inform you. Okay. Das sieht jetzt aber, das ist der gleiche Schrieb, aber hier sind jetzt Kaffeeflecken drauf. Da liegt hier schon eine Weile. Sie hat das Ding da liegen lassen. Mal sehen, was jetzt anders ist. Ich komme nirgendwo durch. Entfernen.